Smog ist eine durch parallel laufende Fäden oder Gummifäden entstehende Raffung, die, wenn man sie auseinanderzieht, elastisch ist und an der gegebenen Stelle eine Raffung erzeugt. Typischerweise laufen beim Smog zwei oder mehrere Bahnen Smoggummi parallel untereinander, die später beim Zusammenziehen eine Raffung erzeugen, aber beim Tragen der Kleidung elastisch sind. Der Gummi wird hierbei auf der linken Stoffseite aufgenäht. Und für deinen Smog brauchst du folgende Sachen. Gummi. Hierfür eignet sich am besten Hutgummi. Brauchst natürlich Stoff. Hier kannst du Chiffon, Georgette, Batiste, andere Baumwolle und andere dünnere Stoffe verwenden. Und jetzt zeige ich dir, wie man diesen Gummi auf den Stoff bringt. Für das Smoggen brauchst du einen Zickzackstich. Hierfür habe ich folgende Breiten und Längen genutzt. Für die Zickzackbreite habe ich einen Wert von 3 gewählt und für die Zickzacklänge habe ich einen Wert von 1,8 bis 2 gewählt. Jetzt zeige ich dir, wie man den Gummi auf den Stoff aufnäht. Hierfür lege ich den Gummi auf den Stoff mit einer Entfernung von 1 cm von der Kante und positioniere ihn unter dem Fuß in dieser Kerbung. Ich lasse das Ende des Gummis etwas überstehen, damit ich nachher daran ziehen kann. Der Fuß fixiert jetzt das Gummiende und ich kann ganz locker losnähen. Den Anfang bitte verriegeln und wenn es geht, nicht auf den Gummi nähen, weil dann kann man nachher den Gummi nicht mehr straff ziehen. Den Gummi flach auf dem Stoff liegen lassen und wenn es geht noch nicht zu doll dran ziehen, weil wenn du 2 Reihen oder mehr an Gummi aufnähen möchtest, dann ist die erste Reihe, die schon zusammengezogen ist, dann etwas hinderlich, dann parallel bleiben zu können. Falls du einen breiteren Gummi verwenden solltest, dann kannst du natürlich die Zickzackbreite auch nochmal anpassen und verbreitern. Der Zickzack sollte den Gummi umschließen, aber nicht so fest nähen, dass man ihn nicht mehr ziehen kann. Wie man sehr gut sehen kann, wird durch das Nähen der Gummi schon ein wenig gezogen, aber noch nicht so doll, dass man den zweiten Gummi dann nebenan nicht mehr platzieren kann. Wie man hier sehr gut erkennen kann, hat die Nadel immer neben dem Gummi eingestochen. Und der Gummi liegt recht glatt noch in dieser Zickzacklinie drin. Und man kann sehr gut noch einen zweiten Gummi daneben setzen. Das zeige ich dir jetzt. Als Orientierung für den Abstand des zweiten Gummis nehme ich mir mein Stoffstück und lege den bereits eingenähten Gummi
an die Füßchenkante rechts außen. Dann setze ich mein Gummiband unterm Füßchen ein. Und nähe den zweiten Gummi parallel zum ersten Gummi an. Falls der Stoff sich beim Nähen nicht richtig transportieren lässt, dann kann man die Anfangsfäden ein bisschen ziehen, damit man den Anfang gut hinter sich bringt. Falls der erste Gummi sich schon ein wenig zusammengezogen hat, dann den zweiten Gummi und das zusammengeraffte nochmal glatt ziehen und weiter parallel nähen. Ende noch mal verriegeln und jetzt zeige ich dir, wie man den Smock richtig zusammenzieht. Um das Stoffstück jetzt raffen zu können, nehme ich mir beide Gummienden rechts und links und ziehe beide Enden auseinander. Und wenn ich es loslasse, erhalte ich den Smog-typischen Look. Wie du sehen kannst, haben sich zwischen den Gummis kleine Fältchen gebildet.